Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier beim Heavy Solar Panel Maker 2021 mit mir, dem Chrissy Schnissi. Und ja, ich war da nochmal los, hab nochmal ein bisschen getüdelt. Ja, dann ist mir meine Flasche explodiert, meine Sauerstoffflasche, warum weiß ich nicht, muss ein Bug gewesen sein. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich lade mal mein Safe Game nochmal. Und ja, dann musste ich nochmal los und war ein bisschen lustig. Aber ich wusste ja ungefähr, wo die Spots waren. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. So, ihr kleinen Pupsmullen. Ich würde vorschlagen, wir warten jetzt mal ab, bis die hier gebaut sind. Wir wollten ja 10 Stück bauen. Es müssten jetzt auch ein paar mehr rauskommen. Theoretisch. Naja, Elektrum könnte eng werden. Ne, Elektrum wird nicht eng. Also 10 bauen wir jetzt mal und dann werden wir die mal automatisieren, die Jungs. Aber erstmal müssen wir was dazu bauen, dass die Jungs überhaupt funktionieren. Aber ich habe jetzt hier auf 100 gestellt, deswegen müssen wir jetzt hier kurz aufpassen, dass wir jetzt hier nicht 50 bauen. Und zwar haben wir nicht. Oh, Steel Sheets haben wir noch, genau. Die brauchen wir nämlich. Steel Sheets und wir brauchen noch Rahmen. Aber da ist die Frage, wo sind die hin? Oh, ein Steelframe haben wir noch. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht 20 Solarzellen bauen hier. Wie viel haben wir schon? 3. Das ist die vierte. Und jetzt noch eine. So geil, wie es größer wird, ey. Also wir könnten jetzt noch mehr bauen, aber machen wir nicht, weil das ist eine Materialschlacht. Absolute Materialschlacht. Das ist zu teuer. Ah, was ich da wieder eiert habe, bis ich das ganze Astroleut zusammen hatte, ey. Das ist dreimal sammelt den Mist. Dreimal. Okay, aber dann, wenn wir das so jetzt haben, dann ist er halt schicki. So, komm, jetzt kannst du ausgehen. Achso, der geht ja auch mit aus. Ah, ja. So, jetzt haben wir 10 Stück, die wollten wir bauen. Wir brauchen Heavy Cable, die haben wir. Ich würde sagen, wir bauen mal noch ein paar mehr, oder? Haben wir noch welche im Schrank? Wir gucken mal. Haben wir nicht? Haben wir nicht? Nein, haben wir nicht. Aber wir brauchen ja auch noch einen IC10-Chip und ja, einen Sensor brauchen wir noch. Das können wir erstmal bauen. Ein Sensor. Einen Sensor brauchen wir. So, dann brauchen wir noch ein Housing. Für die Solarsteuerung. Ja. Ich muss mal mein Heft hier wegtun. Mein Spickheft. Mein Spickzettelheft. Das liegt nämlich vor meinen Füßen. Also, naja, vor meinen Händen. Nicht vor Füßen. Genau. Ich spiele mit den Füßen. Genau. Haben wir jetzt hier schon einen drin? Nein. Okay. Schmeiß raus. Schmeiß raus. So, und wir brauchen einen IC10-Chip. Hauptsache, wir können noch einen bauen. Ja, können wir noch. So, dann brauchen wir noch Kabel, also Heavies und normale. Ich weiß nicht, ob wir den... Ja, gut. Ja, Power-Controller brauchen wir auf jeden Fall noch. Und eine Batterie. Weil wir müssen ja den Solarregler die ganze Zeit am Laufen halten. Der muss halt die ganze Zeit Strom haben. Ach so, und dann können wir ja schon mal hier Dings bauen, würde ich sagen. Hier, Boah, ist das laut, ey, wa? Mann, ey. Stahlrahmen. Stahlframes. 50 sind... Nee, 50 sind zu viel. Bau mal... 20. So, haben wir jetzt noch... Nein, nicht noch einen IC10-Chip bauen. Okay, so, was brauchen wir noch? Heavy Cable brauchen wir noch. Heavy Cable und normale haben wir noch. Also brauchen wir noch Heavies. Na, da machen wir mal nicht. Machen wir mal nochmal 22. Nein, Quatsch. 19, oder? Ne, warte mal. 29 brauchen wir. Ja, 29. 29 plus 21 sind 50. Genau, dann haben wir den Stack wieder fertig. Und los.
Oh, ist das laut, ey. Das kennen wir ja nicht, ne? Dass das so laut ist. So, okay, dann haben wir die Solarzellen. Dann könnten wir ja schon mal gleich, während die hier arbeiten, gucken wir mal kurz nach dem Solarcode, welchen ich da benutzt habe. Da erinnere ich mich aber nicht mehr dran. Deswegen müssen wir mal gucken, welchen wir da genommen haben. Unseren Solarcode, weil der ist ja eigentlich, der reicht ja eigentlich vollkommen aus. Ich hoffe, ich habe den abgespeichert irgendwo. Ansonsten, ja, müssen wir schnell noch einschreiben. Dirty Red, hier kommen wir, gucken mal, was ist das hier? V-Angle in, H-Angle in, H-Angle out, nee, das ist, nee. Nee. Das ist der nicht. Den will ich nicht. Ich habe euch den doch auch schon gepostet, also müssen wir den auch haben hier irgendwo. Perfect Solar Tracking mit Reset. Naja, nee, eigentlich nicht. WT Solar Tracking? Nee, das ist bei Kiki Team. Nee, wo ist denn mein Solar Tracking von? Hast du nicht gesehen? Nee, 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 das ist das nicht. Wo ist denn mein Solar Tracker hin? Ich hab doch. Den muss ich ja mal abspeichern dann wahrscheinlich. Ach so, ja, der. Der ist doch das. Den können wir nehmen. Ja, den nehmen wir. Da müssen wir aber die Solars noch ändern. Jetzt geht das wieder nicht hier. Hm. Okay, wir drücken mal konform. Drücken mal Export. Und jetzt suchen wir mal hier nach den Heavy Solarzellen. Kit Solar Panel Basic Heavy. Kit Solar Panel Heavy. Da kommen die Solar Panel Heavy Dual raus. Genau, Dual möchte ich gern haben. Das hat diesen Code. Und den müssen wir hier hinschreiben. So. Das ist nämlich der, der dann die Heavys steuert. So, den kannst du zumachen hier. Den Schleppi. Da ist ja der Chip jetzt drin. Den suchen wir bestimmt gleich wieder, aber... Egal, okay, das hat auffallend gepasst hier. Das hat auch auffallend gepasst. Ach Mensch, ich bin begeistert. So, ja, also doll wird das hier nicht mit. Gucke. Gucke. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, hier ein bisschen Solar Power. Wie gesagt, die Solar Power wird ja nicht so besonders groß sein, 40% nur. Das heißt, wir werden da, keine Ahnung, nur 400 Watt sehen oder so. Oder vielleicht, weniger. Die Hälfte von 500 Watt sind 250. Also 200 Watt pro Panel, so werden wir vielleicht sehen. Das ist nicht doll. Gucken wir uns dann an. Aber ist besser als null, nicht wahr? Ja, hier, die Jungs sind hier weg hier. Komm, die werden wir gleich mal wegfräsen. Weg damit, Schrott. Hier, den lassen wir auch noch kaputt gehen und dann ist gut. So, wo bauen wir sie hin? Also ich bin ja dafür, dass wir sie möglichst hoch bauen, weil wir natürlich hier noch einen Berg haben. Das ist natürlich nicht so geil. Hm, okay, wir haben jetzt natürlich nur 20 Hoshis hier. Ha! Unser Solarpark, ich sag's euch. Da fehlt noch einer. Hier noch zwei, ja. Bin auch noch zwei. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir fangen dann hier beim Inneren an mit Schweißen, weil wir ja hier auf jeden Fall drauf laufen wollen.
Da kommen wir aber wahrscheinlich überhaupt nicht hin hier mit unseren Oschis. So, wo geht's los? Ich habe schon wieder vergessen, wo hier meine Basis ist hier. Da ist er. Okay, alles klar. So, hier fangen wir an mit den Solar Panels. Aber ich habe schon wieder vergessen, wo. Das sind die Heavy Dual. Ich habe schon wieder vergessen, wo was hin muss. Ach Mensch, ey. Jetzt muss ich mir mein eigenes Video angucken. ich gucke kurz mal nach der Ausrichtung. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Ja, ich musste nochmal umbauen. Ich habe nämlich festgestellt, die Ausrichtung war verkehrt. Die Sonne geht ja da hinten auf. Sehen wir ja, da kommen ja die Sterne lang. Das heißt, die Sonne geht da auf und da unter. Also müssen wir die Ausrichtung so lang haben. Ja, sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier alles, aber ey, komm, ist mir egal, wie es aussieht. Pups, egal. So, und ich glaube, laut meines eigenen Tutorials, ist nämlich total lustig, laut meines eigenen Tutorials müssen die Datenports Richtung Sonnenaufgang zeigen. Ja, das ist, glaube ich, Bedingung. Das heißt, wir werden mal, wo ist denn jetzt hier, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo hier der Turm ist hier. So, genau, die Datenports müssen Richtung Sonnenaufgang zeigen. Ah, jetzt haben wir die Glasplatten vergessen. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 in die andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. So, die Heavies haben wir dran. Wir haben natürlich noch keine Glasplatten, weil wir natürlich total blöd sind. Aber egal, was machen wir hier auch schon groß. So. Oh, mein Airtank ist alle. Das ist schlecht. Da müssen wir erstmal schnell gucken, dass wir ein bisschen Sauerstoff bekommen. Ich hoffe, dass der Sonnenaufgang wirklich da hinten ist, aber ich meine, der war da hinten. Oh, das könnte hier, was könnte problematisch werden mit den Heavies hier? Weil wir müssen ja noch runter, auch noch. So, und zwar können wir ja hier direkt gleich runtergehen. Ah, dazu müssen wir wieder unser Werkzeug mitnehmen. Ja, mit den Heavies kommen wir nicht klar. Das reicht nicht. Da müssen wir mehr machen. Ach, Mensch, ey. Und die Glasscheiben haben wir vergessen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Airtank. Ist der schon wieder leer, ja? Oh, 130 kPa, ja, der ist tatsächlich leer. Ist unglaublich. So, mal gucken jetzt hier. Ja. Also wie gesagt, wenn man das mit den Solarzellen nicht jeden Tag macht, dann ist man da auch nicht so fit. Wie gesagt, ich habe das Tutorial für euch vorbereitet, ich habe es gezeigt. Aber wenn man da natürlich nicht jeden Tag drin steckt, dann kann das schon sein, dass man da das auch nicht so genau hinkriegt, ja. Also dann seid mir nicht böse, wenn ich auch mal Sachen nachgucken muss, ja. So. Ja, ist gut, dass wir den jetzt hier auch mal abgedampft haben, weil der wäre nämlich schon fast explodiert hier. Der war schon im roten Bereich. War zu warm hier oben drin. So, Glasscheiben holen. Ich habe auch noch eine Area Power Control gebaut, weil wir die ja noch brauchen. Habe ich ja gesagt, da holen wir uns jetzt gleich noch einen Akku. Beziehungsweise wir bauen mal einen, weil den will ich ungern nehmen, die da sind. Wir brauchen für die Area Power Control ja noch einen Akku. Das ist mein Lieblingsprinter, ich sag's euch. Es ist einfach ein geiles Ding. Ja, dann nehmen wir auch eine Large, dass wenn wirklich mal irgendwas ist, dass wir hier ein bisschen Reserve haben. Und dann passt das. So, der Sensor muss mit dem Stromanschluss Richtung Süden, glaube ich. Das kriegen wir aber auch noch hin. So, die ist natürlich leer. Die werden wir jetzt gleich mal tauschen gegen eine volle. Dass wir da keinen Stress haben.
Okay. Und Glasscheiben wollten wir noch mitnehmen. Genau, wir brauchen noch 10, mindestens 10 Glasscheiben. Wir haben noch 9, das ist richtig gut. Haben wir noch irgendwo welche rumliegen, wovon wir nicht wissen? Nein, haben wir nicht. Also müssen wir noch eine Glasscheibe bauen. Glassheet. Silikon brauchen wir dafür. Okay, dann gucken wir mal. Haben wir noch Silikon? Ja, Silizium, Entschuldigung. Silizium. Habe ich jetzt wieder irgendwas in den Schrank gepackt? Nein, habe ich nicht. Oh, wartet. Hier irgendwo lag doch Silizium rum. Wartet. Irgendwo hier im Schrank war ein Block Silizium. Genau. 5 Gramm. Na, toll. Ist jetzt nicht so doll. Gut, das sind 2. Die reichen ja. Wir brauchen 10. Hihihi. Hammer. Ich glaube, die brauchen Glasscheiben. Oder brauchten die Stellite-Glasscheiben? Oh, nee, warte mal. Lass mich kurz überlegen. Nee, die brauchen nur Glassheets. Oh, das waren die Fenster, ne, die Stellite-Glassheets brauchten. Macht er hier noch was? Nein, dann kann der auch aus. Heavies brauchen wir noch. Heavy-Kabel. Mann, Chrissy. Mach hier 10 Finger. Die Jungs haben keine Zeit da draußen. Nochmal 29? Naja, nee. Wir machen mal 50. Können wir mal 50 bauen? Nee. Doch, können wir. Dann ist Copper auch alle. So, also. Okay, dann können wir schon mal ein bisschen aufräumen hier. Die brauchen wir nicht mehr. Die auch nicht. Die 50, dann nehmen wir mal noch die restlichen hier und die mit. Weil wir müssen ja noch, wir müssen ja noch die Datenleitung auch noch verlegen. Die trenne ich jetzt diesmal. Also, eigentlich trenne ich die immer. Also dementsprechend, 81% Live-Support habe ich nur noch. Das ist ja natürlich krass. Ah, die ist noch nicht voll. Doch, die ist schon voll. Guck mal. Hopp. Sehr schön. So, das lädt alles fleißig. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich will eigentlich keine Solarzellen haben. Will ich eigentlich auch gar nicht, aber ja, das scheint jetzt nicht zu reichen mit den Windkraftanlagen. Klar könnten wir jetzt noch mehr Windkraftanlagen bauen, die wären auf jeden Fall billiger. Aber mit den Solarzellen, das klappt eigentlich auch ganz gut. Also, und wenn die halt nicht wollen, naja, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was am Code ändern. Das können wir ja gleich mal prüfen, ob der Code noch aktuell ist. Lass mich mal kurz überlegen. Also Sunset hat 90 Grad. Genau. Und dann haben wir hier bei Translation H. Da müssen wir, glaube ich, 180 eintragen. Bei dem Mod müssen wir, glaube ich, 360 eintragen. Und unten war, glaube ich, soweit alles in Ordnung. Ja, Vertical. Ach ja, hier müssen wir bei Horizontal müssen wir noch 270 hinschreiben. Bei dem Code, sonst funktioniert das nicht so, wie ich das gebastelt habe. Und dann müsste es eigentlich das sein. Ja, confirm. Exportieren wir das mal auf den Chip, nehmen das Ding mal auf und packen es wieder rein. So, jetzt hoffen wir, dass wir jetzt hier mal bald noch ein paar Kabel kriegen. Wo sind wir denn hier? Bei 31. Oh. Oh, jetzt hat er kurz gehakt, ne? Komm, wir lassen uns die erstmal rausgeben. Und arbeiten mit denen erstmal. Und wenn wir dann noch welche brauchen, dann kommen wir nochmal zurück. Also weil ich habe jetzt keine Lust hier noch zu warten. Die 20 hätten wir jetzt noch abwarten können, würdet ihr sagen. Aber ach, ist jetzt egal. Müsste reichen. Ich muss ja nur runter bis auf die... ich muss ja nur runter bis auf die andere Leitung von den Propellern, ne? Lustig, wie ich immer über mein Mikrofon drüber weggucken muss, ey. Das ist schon ein bisschen geil. Hier oben hätten wir auch noch eine Notfallbatterie. Ja, das kann man alles noch schön bauen. Haben wir ja alles schon gehabt. Bauen wir irgendwann schön, haben wir gesagt. Haben wir ja auch auf dem Mars so gemacht. Bauen wir irgendwann schön? Nee, bauen wir ja nicht. Egal. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gehäckselt werden hier. Alter! Oh! Alter, ich bin total verwirrt. Wie laut ist das bitte? Hallo? Hallo? Oh. Oh. Ist gleich vorbei, Leute. So viel Wind ist ja immer nicht. Alter, ist das laut.
Oh, phew. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir die 100 kW jetzt nicht überschreiten. Welding Torch, alles klar. Was denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Ich wollte mich gerade umbringen. 5 Glassheets brauchen die. Oh, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 Glassheets. Oh, na toll, ey. Das ist ja richtig Brigitte jetzt hier. Das ist richtig Brigitte. Jetzt muss ich ja 50 Glassheets bauen. Oh, ich mal richtig hingeguckt, ey. Ha, die Heavys sind halt Heavys, ja. Die sind halt teuer. Ich meine, Glas ist nicht teuer, aber... ja. Die ganzen anderen Sachen sind teuer. Okay, der hier ist auch fast leer. Den können wir gleich mal hier... gleich noch eine neue Batterie verpassen. Und dann müssen wir mal gucken, müssen wir tatsächlich irgendwo... jetzt was rausholen aus den Automaten da. 44%. Naja. Okay. So, haben wir noch... Ne, wir haben keine Glassheets mehr. Genau, wir brauchen... Hier ist 1 Gramm drin. Hier sind 26 drin. Da kommen wir aber auch nicht mit aus. Hier sind 31 drin. Und hier sind gar keine drin. Haben wir noch Silicon? Einmal haben wir noch. 50er Stack. Mehr haben wir nicht mehr, wa? Na, der Mantau, ey. Silizium. Ja, ja. Silizium ist echt ein Ding der Unmöglichkeit hier. Glassheets, genau. Ne? 40 Stück kann man bauen. Ah, 25. Okay, aber wollen wir jetzt hier alles rausschmeißen? Oh, ey, komm. Ja, müssen wir. Geht nicht anders. Oh, oh, das Licht war kurz aus. Habt ihr gesehen? Das heißt nichts Gutes. Da ist es. Stück? Was? Warum? Da war kurz Licht aus. Das heißt, wir waren kurz über 5000 Watt. Naja, gut. Dann dürfen wir jetzt hier nicht mehr viel machen. Dann müssen wir hier sogar noch ein paar Sachen zurückbauen wieder. Und wir bauen einen größeren Trafo. Ja, geht auch. Das ist ja die Werkstatt, die braucht halt ein bisschen mehr Leistung. Ne? Reicht nicht. Ist egal. Dann verbauen wir das, was wir haben, und den Rest vergessen wir dann einfach. Müssen wir dann später machen. Haben wir hier noch Glassheets drin? Kann ja sein, dass wir die von Anfang an hier drin vergessen haben, aber ich glaube nicht. Hier ist so viel Müll, ey. Das kann ja alles wegschmeißen. Schrott hier, ey. Oder wir bauen noch ein paar Türen ab, dann kriegen wir auch ein paar Glassheets. Oh Mann, ey. Was ein Chaos. Ich sag's euch, ey. Was ein Chaos. Die Glassheets, ja. Ach, Mann, ey. Ja, ich habe nie groß Heavys gebaut. Oh, Welding Torch, ja, stimmt. Oh, es fehlt ein Glassheet, oder was?
Es fehlt ein Glas Sheet, ein einziges. Ah, das weiß ich ja, wo ich das herkriege. Das weiß ich aber. Hier auch, oder? So, Hammer. Jetzt brauchen wir normale Kabel. Das wird jetzt hier unser Datenport. Die haben ja schon Strom erzeugt, die Jungs, gerade eben, habe ich gesehen. Meine Idee war auch richtig mit da ist Osten und so weiter. Datenports Richtung Sonnenaufgang, haben wir gemacht. Nein. Oh, ist das anstrengend. Ich hoffe, mein Solarcode funktioniert noch. Ansonsten muss ich mir irgendeinen anderen basteln. Weil theoretisch müsste der auch völlig egal. Völlig egal, welcher Ausrichtung wir hier haben. Auf der horizontalen Achse müsste der trotzdem funktionieren. So. Ich bin ja dafür, dass wir... Jetzt haben wir wieder keine Steel Frames. Ach, Mann, ey. Komm, ich brauche jetzt hier einen Steel Frame. Oh, ist das laut. Alter. Oh, ist das laut, ey. So, hier bauen wir jetzt unsere Solarsteuerung drauf. So. Das heißt, wir brauchen eine APC. Oh ne, das ist eigentlich total Quatsch, ey. Ja, die kann ich jetzt auch wieder nicht, weil geht nicht, wegen ist nicht. So. Was? Permanent? Ja, aber... Hä? Das ist doch hier... Das ist doch durchgeschweißt. Wo ist denn jetzt hier euer Problem, Alter? Hä? Was? Ja. So. Das ist so laut, ey. Ich muss ja schon selber schreien. Alte Scheiße. Alter, ist das laut, Junge. Okay, auch Kabel sind alle. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, aber wir können ja hier nochmal ein paar Heavies klauen. Die können wir noch mit draufpacken. So, wir brauchen noch Kabel. Wo können wir denn noch Kabel klauen? Hier können wir noch ein paar Kabel klauen. Guck mal, hier ist noch ein bisschen was. Den brauchen wir jetzt aktuell eh noch nicht. Das machen wir dann später. Machen wir später nochmal neu hier. Wegen Gase. Aktuell brauchen wir keine Gase, weil wir haben eigentlich mal genug.
So, was habe ich denn jetzt gebaut hier? Wartet mal, das geht ja so gar nicht. Doch, das geht so. Doch, 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 das geht so. So, dann nehmen wir jetzt hier unseren Schippi. So, den jetzt dann da dran. Nein. Und von hier aus kommt der Saft. Nein. So, und der hier muss dann so, glaube ich, stehen. Ich glaube, damit hat das funktioniert. Ich glaube, ja. So, und jetzt machen wir mal den hier kurz auf. Nehmen wir hier den Chip raus. Ach Mann, nee, das geht wieder nicht. Okay, den brauchen wir jetzt erstmal nicht umbenennen, weil wir keinen anderen haben. Hier im Netzwerk, glaube ich. Okay. Delay-Sensor, genau. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, theoretisch warten die jetzt, da ist meine Sonne. Nein, aber theoretisch warten die jetzt auf den Sonnenaufgang. Ja, das gucken wir uns dann gleich mal an. In der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.